Hallo allerseits, ich bin Vampir. Ich bin die letzten 2 Tage eingepennt und und willkommen zu Part 7 von Final Fantasy 7 Remake Let's Play. Ja, im vorigen Part haben wir uns eine Bombe geliehen von Shinra und außerdem auch ein Soldat dritten Ranges auch besiegt. Den wie wird er nochmal ausgesprochen? Auf jeden Fall, ja, ihr wisst, wen ich meine. Und ja, das scheint wohl ziemlich ehrenvoll auch zu sein, weil vor dem Kampf hat er uns komplett geheilt. Genauso wie unsere MP hat wiederhergestellt. Läuft. Läuft. Und ich sehe gerade, wir haben ja noch ein paar weitere Waffenpunkte, so wie es aussieht. Ja, würde ich sagen, schauen wir doch mal, was wir da rein investieren können. Interesting. Was haben wir denn da am besten? Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall TP Maximum. Dann hier physische Attacke, das auf jeden Fall. Dann hier. Ja, Konterschaden, warum nicht? Und hier. Ach ja, nehmen wir das. Ja, denke ich mal, kann man so stehen lassen. Vorerst. Oh, und das Basterschwert hat auch wohl, so wie es aussieht, neue Modifikation freigeschaltet. Ah, Tatsache. Hier ist noch ein weiterer Subkern. Ja, dann machen wir auch mal schnell hier. Denke ich mal, kann man erstmal so stehen lassen. So, dann habt ihr noch tiefer noch ein paar neue Sachen. Ja. Was man nicht alles hier hat, ne? Physische Attacke, okay, TP Maximum. Okay, machen wir mal das da. Und ja, TP Maximum. Okidoki. Ja, dann würde ich sagen, haben wir erstmal genug. Weiter geht's. Und Bix. Scheint noch nicht zurück zu sein. Sieht so aus. Wahrscheinlich sind die wieder wild am Analysieren. Also, gibt nach jedem Einsatz so eine Art Nachbesprechung. Kann ziemlich hitzig dabei zugehen. Hätte ich nicht gedacht. Mach mir etwas Sorgen. Ach, egal. Dann lass uns mal zu Jesse gehen. Ich habe mich mit ihnen gestritten, weil ich aus Midgard. Die ehemaligen. In diesem Wohnheim lebt Jesse. Aber Männer dürfen da nicht rein. Aha. Sie wohnt mit anderen jungen Schauspielerinnen zusammen. Komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Hörst du? Sicher nicht. Die anderen Mädels reden nämlich gern. Das ist in unserer Situation zu riskant. Fliegt die Sache mit Avalanche nicht auf? Niemals. Immerhin ist Jesse eine ziemlich gute Schauspielerin. Aber trotzdem. Komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Was soll das heißen? Brauchst gar nicht so unschuldig tun. Männer haben da drin nichts zu suchen, sagte ich. Ja, ist gut, ist gut. Wusstest du von der geheimen Arbeit im Reaktor? Morgen gehe ich nach Sektor 5. Na komm.
Kommt, meine Kleinen. Kommt, kommt schon her. Wir haben Besuch. Die drei hier haben heute aufs Haus aufgepasst. Na dann. Danke fürs Nachhausebringen. Die Wunde, schmier was drauf. Wird gemacht, Kumpel. Hör bitte auf, mich so zu nennen. Keine Angst, meine Schnuckis. Der Cloud ist ein ganz lieber. Von hier aus seid ihr. Ja. Fein, wie brav ihr seid. Hey, Mountain Schmolz, oder? Wusstest du von der Geheimarbeit? Na, guck mal da. Da bist du ja, Cloud. Hab grad an dich gedacht. Na dann. Hier, bitte. Gute Arbeit, Herr Alleskönner. Ach. Und weil du so toll warst, noch was extra. Ich denke, das reicht. Na gut, morgen Abend schon was vor. Da hab ich nämlich sturmfrei. Ja, schön für dich. Kannst du jetzt bitte loslassen? Mach ich, aber nur, wenn du kommst. Was würde Cloud sagen? Er würde eigentlich sagen, vergiss es. Vergiss es. Träum weiter. Verstehe. Sieht ganz so aus, als bräuchte ich einen neuen Plan. Träum süß. Von Sauerkraut. Wie hart sie aber auch jemand Cloud am Flirten ist. War das im Original auch so? Ich glaube nicht, ne? Zumindest nicht, dass ich wüsste. Ist auch schon ein bisschen länger her, seitdem ich das gespielt habe. Aber ich meine, sie hatte damals nicht so krass mit ihm geflirtet. Das lasse ich lieber bleiben. Ja. Du hast für die Barrierematerie erhalten, aber ich denke mal, damit kannst du nicht diese Barriere erzeugen. Ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine, ne? Naja. Es ist schon spät. Ach stimmt, hier ist der Tiefhausraum, ne? Naja. Ja, und Tür zu machen? Nein? Okay, dann halt nicht. Ja, dann würde ich sagen, dann schlafen wir bis zum nächsten Tag. Lange weg? Nur spazieren. Aha. Weißt du, ich habe Johnny getroffen. Er sagt, er verlässt die Stadt. Hm? Ah, der Typ. Was machst du? Bleibst du denn noch eine Weile hier? Eine alte Freundin steckt in Schwierigkeiten. Ich helfe ihr. Das muss ich. Hab's mal versprochen. Damals hätte ich nicht im Traum daran gedacht, dass es so schlimm wird. Willst du vielleicht reden? Ich bin da. Wie? Cloud, was ist denn mit dir los? Wieso? So einfühlsam kenne ich dich gar nicht. Ist das schlecht? Mm-mm. Im Gegenteil. So machst du Marlene auch keine Angst mehr. Jedenfalls bin ich erleichtert, dass du wieder da bist. Aber jetzt bin ich müde. Ich gehe besser ins Bett, auch wenn ich am liebsten die ganze Nacht reden würde. Okay. Schlaf gut, Cloud.
Du auch. Tiefer. Vergiss all deine Sorgen. Ja. Cloud! Was ist los? Schnell! Komm mit! Ui. Wir wollten gerade aufbrechen, als die plötzlich auftauchten. Und jetzt? Barrett und Jesse kämpfen, aber lange geht das nicht gut. Nichts wie hin. Ja. Die ist schon klamms. Bereit? Immer. Schnell, so war. Ja, weiß nicht. Wie immer, Analyse. Nur kein Über. Okay, Magieattacken. Dann Feuer! Das Effekt hat der Cloud. Eieiei. Verschwinde! Es ist vorbei! Was sind das für Kreaturen? Sie werden durch Berührung sichtbar. Mehr kann ich dir leider auch nicht sagen. Nicht mein Soldat weiß was über sie. Ich weiß, dass man sie töten kann. Das müssen wir wohl. Oh nein! Nicht schon wieder. Gibt's noch einen Weg? Ja, hier lang. Hier also auch. Ich habe das Gefühl, die versuchen uns aufzuhalten. Ja. Cloud, hier lang. Das muss ein Altkorn sein. Die überschwemmen die Slums ja regelrecht. Geh mir nicht unter. Ich bleib nicht hinter dir. Wo ist eigentlich Aerith? Ich glaube, wir könnten hier sie ganz gut gebrauchen, nicht? Interesting.
Und komm, ein bisschen Feuer. Ja, schade, dass es gebracht wird. Okay, so läuft das also ab. Oh, schwarzes Loch. Schwarzes Loch, die sind nichts gut. Das was? Oh ja. Oh yes. Yes, yes. Na gut. Schaffen wir. Oh, schwarzes Loch, schwarzes Loch, schwarzes Loch. Ah! 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 Verdammt. Ich würde sagen, für den Fall der Fälle, Vita. Und, weil wir es können, Faktor. Tob dich aus. Ja. Volle Konzentration. Geht doch. Jetzt noch, Jesse. Was ja? Was waren das denn überhaupt für komische Viecher? Naja, in diesem Giftsumpf, da wundert mich mittlerweile eigentlich gar nichts mehr. Tja, schönen Dank auch, Shinra. Alles okay? Das würde ich ja gerne behaupten, aber... oh. Sonst bin ich nicht so ein Tollpatsch. Es tut mir wirklich leid. Ach was. Bist du etwa verletzt, Jesse? Bist du in Ordnung? Jetzt übertreib mal nicht. Ich bin topfit. Naja, trotzdem solltest du dich ausruhen. Quatsch! Du setzt dich hin und ruhst dich aus. Wie? Und was ist mit der Mission? Bix ist doch längst im Reaktor. Es gibt jetzt kein Zurück mehr, Barrett. Ich mach deinen Teil einfach mit. Das wird ja immer besser. Mach dir keine Sorgen, Jesse. Ich springe für dich ein. Cloud, bist du einsatzbereit? Das kostet aber extra. Am Geld soll's nicht scheitern.
So, Cloud ist dabei. Dann weiter nach Plan. Pass mir ja gut auf meine Leute auf. Wedge, du bleibst hier bei Jesse und Marlene. Wie? Aber ich kann doch mitkommen. Du musst sie beschützen, Wedge. In Ordnung? Alle wissen, was zu tun ist? Unser Ziel ist Reaktor 5. Wir treffen uns am Bahnhof, sobald alle soweit sind. Hier hast du dein Geld. Das sollte aber mehr als genug sein. Soldat, ich zähle auf dich. Hey Kumpel, hier für dich. Kriegt derjenige, der beim Dartspielen einen neuen Highscore aufgestellt hat. Nimm schon. Wenn die Mission vorbei ist, sollten wir alle mal eine Runde Darts spielen. Ah ja. Kümmere dich um die anderen. Okay, Kumpel? Jetzt verpasse ich schon wieder einen wichtigen Auftritt. Vielleicht ist das ja meinem Lampenfieber zuzuschreiben. Gib immer ein nächstes Mal. Ach, versuchst du etwa, mich zu trösten? Danke, Cloud. Wohin schaut eigentlich Jesse? Wohin schaut die? Soll ich mir Sorgen machen? Okay, wir sollten vielleicht lieber mal gehen, sonst wird sie noch da weiterhin starren. Puh, auf in den Kampf. Komm schon tiefer. Atme mal tief durch. Wie? Du wirkst angespannt. Hast recht. Okay, gehen wir. Ah ja, okay. Jetzt können wir auch abwesende Mitglieder auch ausrüsten. Das ist natürlich gut. Hab mich schon gewundert, wann das kommen würde. Okay, dann schauen wir doch mal schnell. Wir haben hier was bei Kampfberichten. Okay. Ja, würde ich sagen. Gehen wir doch mal schnell hier zum Chadley. Wenn ich noch weiß, wo der ist. Beziehungsweise geht er schon in diesem Kapitel nicht mehr. Müsste eigentlich schon noch gehen, eigentlich, oder? Oder? Naja, falls nicht, dann, ja, dann beim nächsten Mal. Ja, bitte? Wird schon. Pfötchen. So oder so muss ich dann ja für die Trophäe dann nochmal alle Kapitel durchspielen, deswegen, ja, sei es drum. Falsche Richtung. Ja, komplett verlaufen. So, okay, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Wir sind hier richtig. Sieht aber nicht schlecht aus, ne? Ja. Sehr gut. Wirklich bemerkenswert. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Da ist er jetzt. Okay, okay. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln.
So. Ach, 100, das geht ja nicht. Hm. Sollen wir? Naja, wenn sich schon anbietet. Oh. Okay. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Oh. Angeschrieben wird bei mir nicht. Hm. Ja, nehmen wir. Ansonsten, was hat sie denn sonst noch zu bieten? Ah, nix. Naja, sollte erstmal reichen, denke ich. Dann mal schnell schauen, was wir sonst noch machen können. Okay, da müssen wir das machen. Okay, okay. Mhm. 15 verschiedene Arten von Gegnern in den Schockzustand versetzen. Ne? Das wird auch lustig. So, mal schauen, was haben wir ansonsten hier noch? Oh, Barrett. Ja, dann machen wir doch mal schnell. Ja, ich denke, ich mal kann nicht schaden. Ansonsten. Ja, denke ich mal, wäre auch nicht schlecht. TP-Maximum auch immer gut. Mal schauen, ob es vielleicht hier sonst noch etwas gäbe. Ja, Abwehr kann, glaube ich, auch nicht schaden. Machen wir. Alrighty. Dann weiter geht's, würde ich sagen. Da seid ihr ja. Sobald wir im Zug sind, beginnt der Einsatz. Bist du für alles bereit? Ja. Bix, er hat bestimmt schon angefangen. Wir müssen die Zeit wieder aufholen. Und verschieben geht nicht? Weißt du, wie viele bei der Aktion involviert sind? Die lässt sich nicht einfach so verschieben. Und die Bürger haben wir auch schon gewarnt. Im Kampf gegen Shinra zählt jeder Tag. Ist alles deren Schuld. Wir ziehen das durch. Ah, okay, das war Kapitel 4. Verschworene Bande. Die Terrorzelle Avalanche hat heute mit einem weiteren Anschlag gedroht. Nehmen wir der Schnauze nach. Aufgrund der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz von Marco Reaktor 5 kommt es momentan zu erheblichen Fahrplanstörungen. Den Bahnhof von Sektor 4 erreichen wir deshalb mit einiger Verspätung. Unser Ziel ist Reaktor 5. Vom Bahnhof aus schleichen wir uns durchs Wohngebiet. Dann dringen wir in das Gebäude ein und gehen vor wie beim letzten Mal. Wir suchen den Reaktorkern. Genau, und jagen den Laden in die Luft. Jesse und Wedge fehlen zwar. Aber wir packen das schon. Okay. Klar. Der Zug ist wie leergefegt. Unsere Warnung hat ihre Runden wohl etwas zu früh gemacht. Als Gruppe fallen wir auf. Ihr bleibt hier.
Cloud. Wir passieren in Kürze einen ID-Kontrollpunkt. Das ist der erste. Warum so besorgt? Irgendwas lässt mir keine Ruhe. Ich weiß auch nicht warum. Kannst du im anderen Abteil vielleicht mal nach Barrett sehen? Ich mache mir ein bisschen Sorgen um ihn. Wieso das? Barrett ist vor solchen Einsätzen immer ziemlich angespannt und geht den anderen Fahrgästen vermutlich ordentlich auf den Geist. Lass ihn einfach. Ach bitte, Cloud. Tu mir den Gefallen, ja? Ich bin gleich wieder zurück. Danke. Okidoki. Sagen Sie, ist das zum Selbstschutz gedacht? Sollte man alle festnehmen, die von Avalanche? Seit der Ankündigung herrscht in allen Abteilungen Chaos. Die Leute haben Riesenangst. Ja, aber ich... Nein, wir werden weiterkämpfen. Die Reaktoren stehen niemals still. So, so. Was ist? Sehen Sie das anders? Ob ich das anders sehe? Worauf du ein... Tun wir nicht. Willst du, dass wir auffliegen? Schnell mal die Materie hier wegsnacken. Heile, okay. Okay. Mal schauen, wem könnten wir das denn geben? Tifa ist schon alles voll. Barrett? Hm. Schauen wir mal. Ach, der hat's ja schon. Naja, wir könnten ihm auch das da geben. Da würde ich sagen, wir machen das aber lieber so, dass wir lieber Cloud einmal hier Ifrit geben. Kaktor schön und gut, aber ich denke mal, ja, wenn ich mir mal so den Rest anschaue, ist das vielleicht auch ein bisschen besser. Aber nur ein kleines bisschen. Ja, denke ich mal, sollte erstmal so, denke so passen. Alrighty. Ich wüsste nicht, was wir zu bereden hätten. In Büros in Sektor 4 ist das Chaos besonders groß. Lassen Sie mich bitte allein. 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 Okay, okay. Hey, schlurf hier nicht so rum. Okay. Okay. Bleib bei Tifa. Ich komme hier alleine klar. Was ist mit Tifa? Lass sie nicht hängen, okay? Bleib bei Tifa. Ich komme hier alleine klar. Okay. Panischer-Mode. Na super. Hilfe!
So, Analyse. Wer hat's gedacht? Ich hab solche Angst. Mach weg, wenn ihr was an deinem Leben liegt. Jawohl! Oh. Da hinten noch, okay. Auch gut. Was soll das werden? Im nächsten Abteil sind wir sicher. Aber wir sind doch Feinde. Oder einfach nicht? Sind wir nicht. Wir möchten sie alle beschützen. Bitte. Ich sehe nach den anderen. Wir schaffen das. Das nimmt kein Ende. Das nimmt anscheinend wirklich kein Ende. Bleibt nur eins. Am Bahnhof werden wir erwartet. Wir springen. Bei voller Fahrt? Wir ziehen die Notbremse. Auf geht Big's Plan E. Bereit? Na klar. Okidoki. Ich bin bereit. Ach Mist, so ist es. So. Die Stufe deiner Materie hat sich erhöht. Ja, haben wir gesehen. Nice, nice. Klar, dadurch auch höherer MP-Bedarf, aber ja. Ja. Oh, schieß. Ja, versuchen wir es mal. Damn. Schnell switchen. Ja, switchen. Switchen. So, Fähigkeiten. Magie. Eis. Die sind, glaube ich, nicht schwach dagegen, ne? Die sind ja gegen Wind und Wind und Elektro. Jetzt nachsetzen. Aber wir schon. Dein Einsatz. Zieh dich zurück. Los. Schnell zu ihm. Vielen Dank übrigens, dass du gerade mit mir gesprungen bist. Kein Problem. Warst ja keine schwere Last. Last? Ich bin doch kein Sack Kartoffeln. Köstlich, köstlich. Im Tod einfach mal so von der Schippe zu springen. Sir. Wirklich lästiges Ungeziefer. Und der dritte ist auch noch am Leben?
ist umstellt. Ihr werdet den Dreien ein Wiedersehen. Sir, zu Befehl! Der Heidiger. Da sind sie! Wir haben die Leute mit den falschen IDs. Erbitte Verstärkung! Komm schon, Cloud. Nö, du bleibst schön unten, Drohne. Okay. Sind fast da. Schnell, da drüben. Barrett! Eva, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Haltet durch. Ja, nimm die Treppe da. Wir müssen schnell zu ihm. Ja. Yes. So, Blitz von mir. Ja. Magic. Übernimm mal. Jetzt erst recht. Alles klar? Ja. Unsere Verfolger abgeschüttelt haben? Na klar, was denkst du? Wir checken jetzt kurz die Lage und dann geht's weiter im Text. Wir machen mit Plan E weiter. Schieß los. Ursprünglich lief alles nach Plan A. Der sah vor, dass wir vom Bahnhof sofort zum Reaktor gehen. Zum Bahnhof haben wir es leider nicht geschafft. Ist aber egal. Für diesen Fall gibt's Ausweichpläne. Und zwar je nach Entfernung vom Reaktor Plan B, C, D und so weiter. Bis wohin geht's? Bis E. Ganz schön knapp. Genial, was? Wir waren in Linie 4. Die verbindet den Hauptpfeiler und Sektor 4 miteinander. Wir sind jetzt hier. Und neben uns die Gleise zu Reaktor 5. Wir folgen also erstmal den Gleisen in Richtung Reaktor. Allerdings gehen wir nicht mehr bis zum Bahnhof. Wir biegen unterwegs ab. Nach dem Zwischenfall im Zug gerade, würden wir sonst sicher einer kleinen Armee in die Arme laufen. Hier lang. Unsere Leute in Sektor 5 haben die Route markiert. Macht euch keine Sorgen. Das wird schon. Ganz sicher. Also schnürt die Schuhe und spurtet brav los. Ja, wir steuern dem Höhepunkt entgegen. Die Phase tritt etwas früher ein, als wir geplant hatten. Sehr wohl. Es wird alles so laufen, wie von Ihnen gewünscht. Ja, seien Sie ganz unbesorgt. Genau.
Sir! Die Analytik kommt mit der Untersuchung gut voran. Aber die Verluste sind zu groß. Wir müssen... Habe ich euch etwa dafür anstellen lassen? Damit ihr mir euer Leid und eure Sorgen klagt? Sir. Verluste, sagst du? Die interessieren mich nicht. Gardisten gibt's schließlich im Überfluss. Wenn dir die Männer ausgehen, dann hol einfach Nachschub aus Sektor 3 hinzu. Muss man euch denn hier jeden Gedankenschritt einzeln vorkauen? Nein. Je dümmer das Volk, desto schwerer hat's der Tor. In dieser Hinsicht hat der Direktor es eindeutig besser. Schließlich kann er sich auf mich verlassen. Hi, Debitzka. Aber ja, ich würde sagen, bevor es hier weitergeht, ja, machen wir lieber doch erst im nächsten Part weiter, würde ich sagen. Ist ja auch immerhin schon fast 50 Minuten und ja, es wird auf jeden Fall ja mal für ein paar Tage mal den 2 Parts kommen. Ja, so als Dinge, so als kleine Entschuldigung dafür, dass halt ja die vorigen Tage, 2 Tage am Stück nichts kam, deswegen. Aber ja, wir werden auf jeden Fall in Richtung Tunnel auf jeden Fall weiterlaufen und ja, mal schauen, was uns noch alles erwarten wird. Also, Heidegger hat uns, so wie es aussieht, auf dem Radar und ja, wird sehr lustig. Seid gespannt darauf. Und wie immer, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da. Und wenn ihr jetzt einer der ersten Tausenden wollt, wann ich etwas Bombastisches uploade, dann abonniert den Kanal und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und falls es euch interessiert, mein Instagram, Snapchat und Twitch-Name steht unten in der Videobeschreibung. Also, das war's mit dem Video. Bis dahin, see you!